Guten Tag, wir sind heute auf der Control 2015 auf dem Stand Quality Engineering vom Konradin Verlag. Wir begrüßen Herrn Jochen Leier, Geschäftsführer der Kito Data GmbH. Schönen guten Tag, Herr Leier. Herr Leier, mit welchen Neuheiten sind Sie dieses Jahr auf der Control vertreten? In diesem Jahr haben wir eine wirkliche Neuheit. Das ist das Inspection Expert on Demand für CAD. Das ist eine Softwarelösung zur Prüfplanung und Prüfdokumentation. Wir erstellen auf Basis von CAD-Daten Prüfzeichnungen und komplette Prüfpakete. Wir können aus diesen CAD-Daten, die wir im 3D-Format und im 2D-Format verarbeiten, 3D nennt sich diese Model-Based Definition, können wir, wie gesagt, Prüfzeichnungen und Prüfdokumente erstellen. Wir unterstützen vorneweg Daten aus CATIA V5, 3D und 2D und auch das neue CATIA V6 in 3D sowie auch AutoCAD-Daten. In naher Zukunft werden wir das Ganze noch wesentlich erweitern, indem wir Siemens NX-Daten verarbeiten können, sowohl und Pro-Ingenieur-Daten, das neue Creo, als auch Neutralformate wie das bekannte JT-Format und Step-Daten. Welche Zielgruppen sprechen Sie damit an? Ja, es ist eine sehr, sehr breite Zielgruppe. Es ist generell die fertigende Industrie, die einen Qualitätssicherungsbereich hat. Das geht von sehr kleinen Unternehmen bis zu großen Unternehmen. Industriezweige sind die Automobilindustrie natürlich, mit dem Zuliefererbereich. Es ist die Luft- und Raumfahrtindustrie, aber auch die Medizintechnik. Natürlich auch die Verteidigungsindustrie und Schwerindustrie und weitere Industriezweige. Also sehr breit gefächertes Spektrum. Welche Trends sehen Sie im Markt und auch auf Ihr Produktportfolio bezogen? Also ein Trend, den wir jetzt sehen, der, ja, sage ich mal, auch sehr stark technologiebezogen ist, ist im Prinzip das Vermeiden von Papier- oder 2D-Zeichnungen. Immer mehr der Trend zur Verwendung von 3D-Daten, wo alle Definitionen, die Sie benötigen für eine Fertigung, an einem 3D-Modell dran sind. Das ist die sogenannte Model-Based Definition. Der Trend kommt wie so vieles aus USA. Das amerikanische Verteidigungsministerium zum Beispiel akzeptiert nur noch Daten ohne Zeichnungen. Also alle relevanten Informationen müssen am 3D-virtuellen Modell angebracht sein. Und jetzt mal jenseits des amerikanischen Verteidigungshaushaltes, welche Nutzen, welche Vorteile haben die Verwender hier in unseren Märkten? Das ist natürlich das ganz Konkrete, weil ohne Nutzen macht das gar keinen Sinn. Also es ist so, wir mit unserer Lösung versuchen wir händische Arbeit, händische Eingaben zu vermeiden. Das heißt, wir ziehen Werte, die schon elektronisch da sind, auch aus den elektronischen Dokumenten raus, um sie weiter zu verarbeiten. Das spart einmal ungeheuer viel Zeit, damit natürlich Geld. Es reduziert die Fehlerquote, man hat sich schnell vertippt. Das sind mal so die Hauptdinge, die wir dort haben. Und ein weiterer Punkt ist, die Prüfberichte werden, wie soll ich das sagen, von der Qualität her sind die immer gleichbleibend. Das heißt, da ist keine Schwankung, je nachdem, wer es macht, bin ich heute mal gut drauf oder bin ich mal schlecht drauf, sondern ich habe wirklich eine gleichbleibend konstant gute Qualität. Das ist mal so, sind diese Hauptpunkte und Vorteile, die wir den Anwendern bringen. Herr Leier, wir danken Ihnen für diese Einschätzung und diese Schilderung und wünschen Ihnen noch viel Erfolg auf der Control 2015. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank.